Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen nach dem Feiertag hier am gestrigen Mittwoch zu den Handelsideen für den heutigen Donnerstag. Heute ist der 4. Oktober und wir sprechen natürlich heute hier wieder zusammen mit Tikmil über ein paar interessante Handelsideen, die wir hier haben und auch allen, die hier live zuschauen, einen schönen guten Morgen. Hi Ludger, grüß dich und wieder vorab die Aufforderung, wenn jemand die Frage hat zu einem oder anderem Chart, einfach hier einfach mal posten auf Facebook und dann können wir direkt auch im Webinar noch in den Chart hineinschauen. Olaf, auch dir einen wunderschönen guten Morgen hier bei uns. Scheint heute mal wirklich die Sonne, nachdem wir die letzten zwei Tage sehr duster unterwegs waren. Also da ist das Gemüt auch deutlich, ja, sag ich mal, entspannter, wenn die Sonne scheint, genauso wie im Trading. Wenn es gut läuft, dann kann man sich einfach auch mal entspannt zurücklehnen, weil man einfach gute Arbeit macht und die fundamentalen bzw. Research-Arbeiten sich hier entsprechend auch auszahlen. Und im Thema Research nehme ich Ihnen ja hier etwas auch an Arbeit ab, indem ich einfach mal jeden Morgen hier ein paar Ideen poste, die ich bei der Durchsicht der Märkte hier für Sie auch gefunden habe. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Elena, auch dir einen schönen guten Morgen von hier aus. Damit direkt weiter zu den Tagesnachrichten. Sie sehen gerade oder ihr seht, wie auch immer, auf alle Fälle, ihr seht, heute nachrichtentechnisch nicht ganz so viel los. Wir haben keine Nachrichten der höchsten Relevanz hier am US-Markt und auch aus der Eurozone. Heißt also, wir bekommen hier um 14.30 Uhr die Arbeitslosenzahlen, beziehungsweise nicht die Arbeitslosenzahlen, sondern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und ja, das war es schon an extrem wichtigen Zweiernachrichten. Danach gibt es noch das FOMC-Mitglied, spricht um 15.15 Uhr in den USA. Ähnliches gibt es heute Nachmittag auch. Ich muss mal kurz schauen, weil das war hier um 19 Uhr deutscher Zeit. Da spricht ein Mitglied der EZB. Das kann auch für die ein oder andere Bewegung hier mitwirken. Ich schaue gerade in den Chat, da bewegt sich gerade einiges. Wer ist noch dazugekommen? Fernando und Alexander, einen schönen guten Morgen. So, also nachrichtentechnisch heute nicht ganz so viel, ist der Markt mehr oder weniger sich selbst überlassen, in Anführungsstrichen. Es können natürlich immer noch Nachrichten kommen, die hier die Märkte mehr oder weniger deutlich auch mit bewegen an dieser Stelle. Also schauen wir doch direkt einmal in die Nachrichten hinein. Ich sehe gerade, der Ton ist heute etwas leise. Fernando schreibt das. Kurze Frage an alle anderen. Ist der Ton heute bei allen leiser oder ist es eine Momentaufnahme von Fernando? Bitte einfach mal kurz eine Rückmeldung, weil ich sehe hier, der Ton schlägt bei mir aus wie immer, aber ich kann den noch ein kleines bisschen lauter stellen, beziehungsweise ich stelle das Mikro einfach mal ein Stück weiter an mich ran. Kurzen Augenblick. So, ich hoffe, der Ton wird besser. Da bitte einfach kurz eine Rückmeldung, dass das passt. Sowas ist für mich immer wichtig, damit ich weiß, es kommt auch alles gut bei Ihnen unter euch mit an. So, ich sehe gerade, Rückmeldung gibt es jetzt keine. Ich hoffe mal, dass das so weit passt. Okay, gut. Alles klar, ich habe das Mikro etwas weiter rangestellt, etwas lauter gestellt. Ich hoffe, bei den anderen passt es jetzt auch. Damit würde ich sagen, mal rein in die Charts. Diejenigen, die heute Morgen schon reingeschaut haben in den Blog, hier bei Tikmil, da geht es um das WTI, um den britischen Pfund, japanischer Yen und um den Euro-Stoxx 50. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein in den Markt und starten mit dem WTI. Hier sehen wir nochmal kurz den Euro-US-Dollar, den hatten wir ja letztens besprochen. Und ja, er ist weiter auf dem Weg nach unten, hat also diesen Aufwärtstrend hier entsprechend erst einmal gebrochen. Mal sehen, ob es dabei bleibt, ob wir hier wieder einen neuen Abwärtstrend bekommen oder ob es nach oben geht. Sie wissen ja, das ist alles von der Seite her nie so genau planbar. Wir sehen halt nur, was der Markt gerade macht und aktuell schwächelt er halt ein wenig. Das kann auch Grund dafür sein oder der Grund dafür kann die Situation hier bei uns in Europa sein. Das Thema Italien, das Thema Schuldenkrise, das Thema Staatsverschuldung. Es gibt eine Menge, die hier auf den Eurokurs oder Nachrichten bzw. wirtschaftlichen Situationen, die hier auf den Euro mit einwirken. Von der Seite her lassen wir ihn einfach sich bewegen und suchen unsere Trade-Möglichkeiten. Das Teil steht jetzt einfach hier in einer starken Bewegung. Da gibt es von meiner Seite her jetzt nicht so viel, wo man sagt, ich muss jetzt unbedingt
unbedingt hier irgendwo reinspringen. Wir haben jetzt ein wenig tieferen Platz bis zum nächsten Tagestief. Das heißt, hier von der Seite her nach der starken Bewegung kann es auch wieder mal ein Stückchen nach oben gehen. Warten wir es mal ab. Es wird sich auf alle Fälle in Zukunft bestimmt wieder die ein oder andere Möglichkeit eines kurzfristigen Trades hier natürlich auch finden lassen. Ich würde sagen, wir gehen mal in den WTI. Alle diejenigen, die den WTI gestern nicht beobachtet hatten, gestern gab es ja die aktuellen Zahlen zum Lagerbeständen. Bitte nicht die Augen reiben. Es ist krass, was gestern hier abgegangen ist. Die Lagerdaten in den USA, die waren schlechter ausgefallen als erwartet, deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Den ganzen Tag gestern hat das Teil so mehr oder weniger sich etwas nach unten bewegt. Wenn wir uns das Ganze mal kurz in der Stunde anschauen hier, das war so der gestrige Tag. Da lief es mehr oder weniger nach unten hier um diesen Bereich von 75,40, 75,30 unten rum. Und dann plötzlich kamen die Nachrichten und es hat einfach einen Knall gegeben und der Markt lief brutal nach oben. Und hier auf die Marke von über 77 Dollar oben rein. Das war schon irre, was da gestern los war. Aber so ist der Markt nun mal. Manchmal schwer vorhersehbar. Da können wir allerdings aus diesen vielen Bewegungen können wir einiges rausziehen. Schauen wir uns den Ölmarkt mal genauer an. Was haben wir momentan untergeordnet? Natürlich, wir sehen es hier, oder was heißt untergeordnet? Wir haben hier, was ich in grün eingezeichnet habe, schön den nach oben laufenden Aufwärtstrend. Wir hatten hier, das hatte ich besprochen mit Ihnen zusammen, dieses Korrekturmuster, dieses Dreieck in diesem Bereich. Und dieses Dreieck wurde nach oben verlassen. Es ist ein bullisches Korrekturmuster gewesen. Und damit sind wir dann direkt mit verlassen hier über dieses Hoch bei 75,34 reingelaufen. Und dann gestern nach den Zahlen direkt hier auf dieses Wochenhoch aus 2014 bei 77,03. Wie kann es denn jetzt weitergehen? Wir haben hier wie immer an solchen Stellen zwei Möglichkeiten. Fest steht eins, der Markt ist gestern doch deutlich nach oben gelaufen, sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Er kam vom Hoch auch etwas zurück. Jetzt wird sich hier an dieser Stelle zeigen, ob wir etwas Korrektur nach unten sehen oder ob der Markt einfach nur sich kurz geschüttelt hat und wir dann weiter nach oben laufen. Für den Fall der Korrektur nach unten haben wir hier erst einmal die leichte Unterstützung an der Marke von 76,14. Das ist auch hier mal das Tageshoch von vorgestern gewesen. Da ist ja der kleine Peak nach unten schon mal gewesen. Läuft es etwas tiefer runter, die Korrektur, dann hätten wir hier dieses Level um die 75,34 als leichten Support, wenn es dann noch tiefer geht, das Tagestief von gestern, beziehungsweise aus dem Stundenchart heraus, aus dem Trendverlauf des Stundencharts hier die Marke von 73,91 beziehungsweise 73,18 und dann wären wir schon wieder hier unten in diesem Bereich, wo der Ausbruch hier aus dem Dreieck gekommen ist. Das wäre dann doch eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Wir müssen einfach mal schauen, was jetzt passiert. Das wäre die Unterseite. Wird der Markt weiter stark bleiben, dann sehen wir jetzt hier oben im Chartverlauf erst einmal nichts. Da muss man schon sehr, sehr weit zurückspulen. Das heißt, ich gehe hier einfach mal in die Woche hinein und dann sehen wir, wo wir uns gerade befinden. Hier hinten, da sind dann die Wochenhochs, die wir anlaufen können. Und das nächste Wochenhoch hier, das ist dann aus dem November 2014, so rum. Das steht dann hier bei knapp 77,80. Und dann, Sie sehen, wir haben ja einige Wochenhochs, die dann noch abgearbeitet werden können. Aktuell wäre dann sozusagen das nächste, was vor uns liegt hier, um die 77,80. Mal schauen, ob der Markt direkt dran läuft oder ob wir etwas Korrektur sehen. Auf alle Fälle, hier ist momentan extrem viel Musik drinnen, was wir auch für das kurzfristige Trading, also sehr, sehr aktive Trader, können sowas natürlich nutzen, weil die Bewegungen kommen schon relativ stark. Und wenn wir uns das ganze Teil jetzt mal hier in der Stunde anschauen, mal den Trendverlauf der Stunde, dann haben wir natürlich einen schönen, intakten Aufwärtstrend. Der hat hier tief korrigiert gestern mit diesem Peak auf die 74,53. Das war gleichzeitig das Tagestief. Jetzt steht der Trend einfach, ist nach oben gelaufen in einer Bewegung und korrigiert jetzt so ein Stück nach unten. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist momentan einfach nur die Korrektur in diesem laufenden Trend. Hier, dieser Trend ist weiterhin sehr, sehr stark, sehr, sehr in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und Umdreher aus diesem Trend, das heißt, wir haben jetzt hier, was wir hier sehen, ist Korrektur. Und Umdreher aus dieser Korrektur in die Richtung nach oben wären dann sozusagen eine Einladung, diesen Trend in seinem weiteren Fortbeschreiten mit zu traden. Ne? Hier sehen Sie, hier kam der Ausbruch aus der Korrektur. Dann gab es hier eine flache Korrektur dieses Ausbruchs und dann schob der Markt nach oben. Also alles total entspannt, technisch gesehen, von der technischen Analyseseite her ist da alles völlig in Ordnung, was das Thema angeht. Also das heißt, wir haben jetzt hier einfach die Korrektur und da werden wir sehen und einfach mal abwarten, was der Markt hier an Korrektur entsprechend auch hergibt. So, dann schauen wir auf ein Währungspaar, was wir hier an dieser Stelle, glaube ich, noch nie miteinander besprochen hatten. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir schon mal auf den britischen Pfund, japanischen Yen geschaut haben.
Aber nichtsdestotrotz, es ist es wert, einfach mal reinzuschauen. Und zwar haben wir hier eine interessante Situation, wenn wir uns das Ganze im Tageschart mal anschauen. Hier sehen Sie, was ich damit meine. Wir haben schön den Markt, der absolut fein nach oben gelaufen ist. Hier Trendentstehung, brutal weiter nach oben gelaufen. Mit brutal meine ich, es gab einfach keine Zwischenerholung. Also der Markt läuft entweder stark brutal nach unten oder stark brutal nach oben. Und dann korrigiert er etwas, um dann weiterzulaufen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist sozusagen erst einmal den Trend hier rausgenommen. Also dieses große Abwärtsgerichtete. Hier hatten wir ja das letzte Korrekturhoch dieses Abwärtsschubs bei 149,8188. Da sind wir drüber gelaufen, dann stark korrigiert. Und jetzt tingelt der Markt so ein bisschen hin und her und bildet hier so ein Dreieck aus. Und so ein Dreieck in diesem Trend, in dieser Trendverortung ist, Sie haben es gerade auch beim Öl gesehen, in aller Regel in einem Aufwärtstrend ein bullisches Korrekturmuster, weil es in einem Aufwärtstrend verortet ist. Und ein Bruch nach oben würde hier in dem Moment für die Fortsetzung des Trends sprechen, beziehungsweise erst einmal für die Fortsetzung der Bewegung in Richtung dieses übergeordneten Trends. Wenn das passiert, dann wäre der nächste Anlaufpunkt auf der Unterseite, auf der Oberseite bei 149,188. Also hier oben das Ganze rausschieben. Im weiteren Trendverlauf haben wir dann hier die Punkte um die 150,049. Und dann noch ein ganzes Stückchen weiter oben auf der Seite der Historie bei 152,703 und 153,797. Also das ist das, was hier im Langfristigen kommen kann. Muss nicht, aber kann. Nur mal so zur Planung, was auf der Oberseite steht. Auf der Unterseite, sollte es etwas weitere Korrektur geben, wäre es natürlich so zu sehen, dass hier unten diese Marke bei 146,946 nicht unterschritten werden sollte. Weil wenn das passiert, haben wir hier dann einen Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend kann dann weiter nach unten laufen. Nächster Anlaufpunkt nach unten hin wäre dann hier bei 145,637. Das wäre ungefähr die Stelle, wo dieser Aufwärtstrend hier entstanden ist. Das wäre dann eine deutlich tiefere Korrektur aus diesem Muster heraus. Das steht dann entsprechend dort mit auf der Uhr. Also, das ist jetzt sozusagen hier an dieser Stelle mal das aktuelle Thema. Für diejenigen, die das Ganze im kurzfristigen Bereich finden, ja genau, das Biest Fernando, das macht einfach so böse lange Bewegung. Wenn man die nicht gleich am Anfang kriegt, dann hat man einfach Pech und muss dem Zug hinterher gucken. Deswegen suchen wir hier mal nach ein paar Korrekturmustern. Wer das Ganze kurzfristig traden möchte, hier oben haben wir ein paar Anlaufpunkte, also die Tageshochs stehen relativ nah dran. Wir haben hier das Tageshoch von gestern, das Licht um, ich gucke nach sofort, das steht immer hier unten in diesem Bereich, wenn Sie das sehen, hier unten, wo hier steht, Mike, 4 Timeframes, da, wenn Sie da mit der Maus draufgehen auf die Kerzen, sehen Sie unten entsprechend die Werte. Und da haben wir beim Hoch von gestern 148,582 und hier das Hoch von vorgestern bei 148,721. Das wären mal kurzfristige Anlaufpunkte auf der Oberseite. Wer das Ganze im kleinen Bereich traden möchte, hier, da gibt es Potenzial auf der Oberseite nach unten hin. Wie schon gesagt, da hatte ich drüber gesprochen. Das wäre nicht so gut, wenn wir direkt die Stärke nach oben weiter sehen wollen. Das wäre dann wirklich etwas, dass wir hier oben abprallen und der Markt mustergültig dann nach unten läuft. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die wir hier an dieser Stelle entsprechend auch mit haben. So, also, das wäre mal zum britischen Pfund, japanischer Yen, und der Fernando liebt das, genau das. Das ist einfach schön. Hier spielen auch Emotionen mit. Emotionen sind ja von uns Menschen da. Die haben im Trading, wenn es gut läuft, gute Sachen, weil sie uns unterstützen, aber ansonsten haben sie im Trading relativ wenig verloren, weil wenn uns Emotionen hier an der Nase herumführen, ist das meistens für das Trading nicht so schlecht. Aber es ist immer schön, wenn die Emotionen da sind und wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und das passt doch dann einfach wirklich gut zusammen, weil das auf die Laune schlägt. Und zum Thema Laune schlagen, ist es gut, wenn wir uns mal noch einen anderen Markt umschauen. Und ja, da ist es mit der Laune manchmal ein bisschen komisch bestellt, wenn wir hier uns mal den Vergleich auch zu den US-Märkten anschauen. Ich mache jetzt mal den Chart vom Eurostock 50 auf. Ja, US-Märkte laufen wirklich traumhaft nach oben und bei uns in Europa ist es einfach, ja, irgendwie Sonnenfinsternis seit langer, langer Zeit. Aber wir haben halt auch ein paar wirtschaftliche Probleme hier in Europa, die immer wieder auftauchen und deswegen die Märkte nach unten schieben, obwohl die Inflation anzieht und viele Dinge deutlich besser geworden sind. Wir sehen, der Markt spielt hier was deutlich anderes. Was sehen wir momentan? Übergeordnet immer noch stark den Abwärtstrend. Aber was wir sonst noch haben ist, wir haben immer sehr, sehr deutliche Bewegungen und sehr, sehr deutliche Korrekturen. Und da ist es halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, was macht der Markt denn, wenn er tief korrigiert hat? Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass man jetzt die tiefe Korrektur hat, der Markt hier durchatmet und dann nach oben läuft und einen größeren Aufwärtstrend bildet und dann das Potenzial sozusagen hat, hier diese Hochpunkte auch anzulaufen.
um dann hier auf diese Marken raufzugehen. Diese Chance besteht an dieser Stelle immer wieder. Ich bin ja tradingtechnisch und auch als Mensch bin ich immer optimistisch. Und ich sehe halt im Endeffekt, was hier entsprechend auch passiert mit dem Markt, dass wir hier untergeordnet in der Stunde schönen Aufwärtstrend haben, dass eine starke Bewegung nach oben gegeben hat. Jetzt haben wir hier in der Stunde den Markt nach unten laufen, das heißt Abwärtstrend technisch. Und als Optimist sage ich halt ganz einfach mal, wenn der Markt es schafft, nach oben zu laufen und über diese Marke hier von 4.325 drüber zu gehen, dann haben wir erst einmal ein erstes Indiz dafür, dass der Markt nach oben laufen könnte. Punkt. Mehr ist hierzu nicht zu sagen. Mit dem könnte hat es aber immer so einen kleinen Haken. Heißt, wir brauchen immer noch die Bestätigung. Das, was ich Ihnen hier eingezeichnet habe, ist einfach mal der Trendverlauf der Stunde. Und wenn wir uns die Stunde hier mal anschauen, da gehen wir einfach mal rein. Da hatten wir hier, ich mache es mal kurz etwas kleiner, wir hatten hier schön diesen Aufwärtsschub. Das sehen wir. Jetzt haben wir hier das ganze Korrektur. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist die Korrektur der Tagesaufwärtsbewegung. Und jetzt bleibt es halt wirklich spannend zu sehen. Also was wir hier sehen wollen oder sehen müssen, für ein positives Bild ist einfach, dass wir hier das eine Bewegung haben, dass wir hier als Ganzes das als Korrektur sehen und dann der Markt nach oben läuft, hier einen Aufwärtstrend macht und über dieses Korrekturhoch drüber läuft. Das wäre ein geniales Indiz dafür, dass der Markt einfach mal ein bisschen nach oben will. Von der Euro-Seite her könnte das Ganze auch wirklich Unterstützung bekommen, weil der Euro ist deutlich nach unten gegangen. Und das hat ja immer die Märkte auch in der Vergangenheit so ein bisschen unterstützt, weil die billigere Währung ist besser für den Export. Und das hilft natürlich entsprechend hier der Wirtschaft. Beim Thema Export schwebt natürlich immer noch so ein bisschen das Thema Handelsstreitigkeiten mit den USA. Da weiß man nie, so was daraus wird. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum der Markt hier so mit gebremstem Schaum auch laufen wird oder aktuell läuft. Aber wie schon gesagt, laufen wir hier oben drüber, so als reine Grundidee, dann hätten wir erst einmal diesen Abwärtstrend gebrochen. Und das wäre wirklich ein Indiz dafür, dass wir hier auf der Tagesbasis, Bewegung in grün gesehen haben, Korrektur in grün und dann den Schub nach oben bekommen. Das wäre das positive Zeichen. Das heißt hier über die 3.425 drüber, dann haben wir hier das Tageshoch bei 3.445 und eins bei 3.455. Das können wir kurzfristig auf der Oberseite anlaufen. Und das wäre dann natürlich ein sehr, sehr positives Signal aus mehreren Richtungen her. Zum einen wäre das mal nicht nur ein Schub über die 50er Tageslinie, sondern auch mal eine Stabilisierung darüber. Das wäre ein positives Zeichen. Das nächste, was wäre, dass dieser Trend hier, dieses Hoch, rausgenommen wäre. Das wäre auch ein sehr, sehr positives Zeichen. Also alles in allem, wenn der Schub nach oben kommt, wäre das wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ansonsten, die Unterseite steht natürlich auch wieder da. Wenn wir nicht hier oben drüber laufen, dann setzt sich dieser Stundenabwärtstrend fort. Hier unten dieses Tief, was wir hatten, wenn das unten rausgenommen wird, bei 3.370, dann haben wir hier weiter die Fortsetzung dieses Abwärtstrends und dann sehen wir die Dynamik deutlich weiter nach unten. Dann haben wir hier die Anlaufpunkte an den entsprechenden Tagestiefs. Da kann sich jeder selber ausmalen, was das charttechnisch dann bedeutet. Das Ganze wäre also etwas unschön, dann von dieser Seite zu sehen. Also wir sehen hier einen Markt, der in beide Richtungen Potenzial hat. Für die Optimisten wäre es gut, wenn wir hier oben drüber laufen. Für die, die das Ganze einfach nur rein technisch sehen und sagen, gut, wir gucken mal, was der Markt macht, dann ist natürlich die untere Seite genauso interessant, weil hier der Markt hoch in die Korrektur gelaufen ist, jetzt wieder rumdreht. Es bleibt also spannend, was hier an dieser Stelle passiert. Und ich hoffe, damit haben Sie auch einige Ideen für das, was hier kommen kann. Morgen im Webinar sprechen wir wie immer über die Handelsideen. Wir machen den Wochenausblick der Nachrichten, wir machen den großen Chartcheck und im edukativen Teil schauen wir einfach mal auf sehr, sehr wichtige Kerzenformationen oder Einzelkerzen, die ich hier im Bereich der Analyse, die ich auch jeden Morgen hier für Sie und mit Ihnen mache, die ich immer auf der Uhr habe, wo ich einfach sage, das sind Formationen, wo wir sehen, hier könnte in den Charts einiges passieren, wo ich drauf achte und das gebe ich Ihnen einfach mal so als kleinen Input im edukativen Part, das dann alles morgen im Webinar. An dieser Stelle danke wieder für Ihre Aufmerksamkeit, hat mich gefreut, war mir eine Ehre und allen gute Trades und ich sage Tschüss, bis morgen und bleiben Sie gesund. Bis dahin, Ihr Mike Seidel. Tschüss.